Zurück nach Deutschland. Marode Brücken, schlechte Straßen, Staus und Schlaglöcher. Die Infrastruktur hier bei uns ist in einem miserablen Zustand. Und der Investitionsstau ist riesig. Wird dann endlich doch gebaut, dauert es oft viel länger als geplant. So wie bei der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Mit 4 Jahren Verspätung konnte sie jetzt endlich von Verkehrsminister Wissing eingeweiht werden. Bauzeit insgesamt schlappe 10 Jahre. Es ist ein dankbarer Termin für Verkehrsminister Wissing. Die Wiedereröffnung der Schiersteiner Brücke lässt eine ganze Region aufatmen. Nach 10 Jahren Bauzeit kann die Lebensader zwischen Mainz und Wiesbaden wieder auf allen Spuren befahren werden. Das jahrelange Verkehrschaos in der Region gehört damit der Vergangenheit an. In anderen Ländern geht das deutlich schneller. Von daher sind wir definitiv froh, dass die jetzt wieder aufmacht. Ja, ist natürlich schon ein großer Einschnitt, dass sich schon mal langsam der Verkehr wieder ein bisschen normalisiert. Ich finde das sehr gut, allerdings frage ich mich, warum das so lange gedauert hat. Die Fertigstellung ist jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von den rund 130.000 Brücken hierzulande warten mehr als 16.000 auf eine Sanierung. Demgegenüber stehen 400 Brücken, die Bundesverkehrsminister Wissing pro Jahr wieder auf Vordermann bringen möchte. Ein riesiger Investitionsstau also. Das Problem, viele Genehmigungsverfahren ziehen sich über Jahrzehnte. Auch weil Verbände und Organisationen immer wieder gegen Infrastrukturprojekte klagen. Da muss der Gesetzgeber einfach durchgreifen. Naturschutz ist wichtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Deutschland so auf Verschleiß zu fahren und die Infrastruktur runterzufahren, das wird sich irgendwann bitter rächen und deswegen muss alles viel schneller werden. Die Verzögerungen bei der Neuerrichtung der Schiersteiner Brücke hatten auch finanzielle Folgen. Das Projekt kostete am Ende etwa 250 Millionen Euro. Über 30 Millionen mehr als geplant.